Ärztliche Untersuchungen sind besonders bei Babys und Kindern wichtig. Bestimmte Untersuchungen sind dabei vorgeschrieben. Regelmäßige ärztliche Untersuchungen und Kontrollen sind besonders bei Babys und Kindern sehr wichtig und dienen der Gesunderhaltung. Im Kindesalter sind bestimmte Untersuchungen ärztlich empfohlen und die Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen ist gesetzlich vorgeschrieben. Deren Wahrnehmung sollte für die alle verantwortungsbewussten Eltern faktisch eine Pflicht sein. Andere Untersuchungen sind eine sinnvolle ergänzende Option, aber dennoch empfehlenswert. Die wichtigsten Untersuchungen sind die U1 bis U9. Diese werden von den Krankenkassen übernommen und sind sogenannte Pflichtleistungen. Diese Untersuchungen überprüfen die altersgemäße Entwicklung ihres Kindes. Rechtsgrundlage dafür ist § 26 SGBV. Geregelt ist dies insbesondere in der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die frühe Erkennung von Krankheiten bei Kindern, sogenannt Kinderrichtlinie. Die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bilden diesen gemeinsamen Bundesausschuss, der in § 91 SGBV gesetzlich geregelt ist. Die meisten Vorsorgetermine finden am Vormittag statt. Daher sollten Arbeitnehmer rechtzeitig ihrem Arbeitgeber Bescheid geben. Vielleicht kommt auch ein Homeoffice-Tag in Frage.